Emily Pets ist im Beast-Modus. Vor gut 1,5 Jahren reißt bei den Olympischen Spielen in Tokio ihre linke Achillessehne. Seither bestimmen Reha- und Krafteinheiten ihren Trainingsalltag. Seither arbeitet die Turnerin an ihrem Comeback. Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist einfach. Aber dadurch, dass ich mir einfach kleine Ziele setze und auch sehe, dass es vorangeht, ist es relativ einfach, dann sich auch zu motivieren, weil man sieht, es geht voran, man macht Fortschritte. Und wie gesagt, das große Ziel habe ich vor Augen, das ist Paris, ganz klar. Und da gebe ich alles und ich gebe Gas und ich gebe gerade einfach auch alles in meinem Reha-Training. Deswegen bin ich guter Dinge und noch so glücklich und gut gelaunt und probiere es einfach positiv zu sehen. Und diese positive Einstellung ist auch in dieser schwierigen Karrierephase durchaus begründet. Ja, voll. Also so dadurch, dass ich halt echt viel Krafttraining mache, bin ich eigentlich so fit wie noch nie und auch relativ viel Ausdauertraining. Ich denke mal, dass ich es aber trotzdem merken werde, wenn ich wieder in die Turnbelastung gehe, dass mein Körper sich denkt, hui, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Deswegen, ich bin schon, würde ich sagen, in dem Kraft- und dem Reha-Zeug schon relativ fit geworden, ja. Die körperlichen Grundlagen sind die eine Sache, der Weg zurück an die Geräte nochmal eine andere. Und diesen Weg geht die Sportsoldatin behutsam und weitsichtig. Ja, also ich glaube, das nächste Gerät wird der Balken sein, weil das halt nicht ganz so belastend ist für die Füße. Also ich denke mal, dass so Sprung und Boden schon als letztes kommen. Und es dauert einfach noch, man kann es nicht genau sagen. Wir konzentrieren uns eher auf die kleinen Fortschritte und müssen also einfach schauen, dass das Defizit von rechts, was halt noch relativ groß ist, zu links einfach erstmal geschlossen wird, dass ich dann erst anfangen kann mit größeren Sprüngen und mit den Geräten vor allem. Auch wenn Emily Petz Geduld nicht gerade zu ihren Stärken zählt, in Sachen Karriereplanung gibt sie sich die nötige Zeit. Paris 2024 ist zwar ihr großes Ziel, doch auch 4 Jahre später finden Olympische Spiele statt. Also ich sag mal so, LA habe ich noch nie gesehen. deswegen plane ich auf jeden Fall längerfristig. Und ich werde jetzt 20 und habe einfach noch alles vor mir. Und ich denke mal, wenn ich das schlau und gut koordiniere, dass ich das dann irgendwann auch mal mit meinem Körper hinkriege. Ich habe jetzt 2 Jahre verloren und will einfach noch das Turnen genießen und hoffe natürlich, dass ich das mit meinem Körper auch hinkriege. Ich liebe es einfach, deswegen bin ich noch einige Jahre dabei, hoffentlich. Und dafür gibt Emily Petz in jeder Trainingseinheit alles. Immer voller Leidenschaft und immer im Beast-Modus.